Corona hat die Fairtrade-Blumenfarmen vor große Herausforderungen gestellt. Dennoch ist die Nachfrage nach Blumen hierzulande gestiegen. Viele Menschen haben sich gerade im Lockdown Fairtrade-Rosen gekauft, um ihr Zuhause schöner zu machen. In Summe wurden rund 43 Millionen Fairtrade-Rosen im Vorjahr verkauft, was ein sattes Absatzplus von 28% bedeutet. Die Produzentenorganisationen hatten dadurch Direkteinnahmen von rund 4 Millionen US-Dollar.